Hallo zusammen. Bevor wir uns die eigentliche Frage unseres Seminars stellen können, gibt es einen Gott, müssen wir noch eine andere Frage besprechen, nämlich wir müssen klären, was ist Gott eigentlich? Man kann ja schlecht herausfinden, ob es ein bestimmtes X gibt, wenn man gar nicht weiß, was ein solches X eigentlich sein soll. Wie könnte man erkennen, dass dieses X tatsächlich existiert, ohne einen Begriff davon zu haben? Also wir brauchen diesen Begriff, um Kriterien angeben zu können, anhand derer wir ein X identifizieren können. Wenn wir diesen Begriff nicht haben, haben wir keine Kriterien und würden niemals merken, ob wir dieses X bereits gefunden haben oder nicht. Um Ihnen das im kleinen Beispiel etwas zu illustrieren, Sie erinnern sich vielleicht aus den früheren Tagen Ihrer Lektüre an die Geschichten von Winnie Pooh. Und bei Winnie Pooh, da gibt es so eine Story, wo Winnie Pooh und Ferkel sich auf die Suche machen nach einem Heferlump. Also Christopher Robin erzählt Ihnen, er hätte letztens ein Heferlump im Wald gesehen. Und klar, Pooh und Ferkel haben natürlich auch schon einen Heferlump gesehen, ach was, eines Dutzende. Und jetzt beschließen sie, sie wollen eines fangen. Das Problem ist allerdings, weder Puh noch Ferkel haben eine Ahnung, was ein Heferlump eigentlich ist. Und wie soll man nun ein solches Heferlump fangen, ohne zu wissen, was es ist und was für eine Art von Falle man braucht, um es zu fangen und was für eine Art von Köder man verwenden muss, um es zu fangen und so weiter und so fort. Am Ende einigen sich dann darauf, einfach eine Falle, also eine Grube zu graben und Honig darin zu verstecken. Ganz einfach deswegen, weil wenn man keine Ahnung hat, was ein solches Ding ist, geht man am besten von sich selber aus und wie erwartet, Puh fängt sich ganz einfach selbst in dieser Falle. Das ist nicht das, was wir hier als Ziel in diesem Seminar haben. Letzten Endes nur da rauszukommen, was wir ohnehin schon immer im Kopf gedacht haben. Nein, sondern wir wollen eine Idee davon entwickeln, was eigentlich Gott ist. Das heißt, wir wollen klären, was das Heferlump ist, bevor wir uns auf die Suche machen nach dem Heferlump, um es zu fangen. Wenn ich nicht weiß, was Gott ist, dann werde ich nicht in der Lage sein, zu entscheiden, ob es diesen Gott gibt oder nicht. Es könnte ja sein, dass ich ohne einen Begriff von Gott zu haben die ganze Zeit auf irgendwelche Indizien stoße, dass es diesen Gott gibt, aber nicht merke, dass es Indizien sind, weil ich nicht weiß, wonach ich suchen muss. Ich würde immer noch behaupten, dass es keinen Gott gibt, obwohl ich die ganze Zeit Indizien vor mir habe, ganz einfach deswegen, weil ich keinen klaren Begriff davon habe. So, also, was ist Gott? Nun, diese Frage müssen wir zunächst mal mit einer Rückfrage beantworten, nämlich welcher Gott eigentlich? Der Begriff Gott ist ein sehr vielfältiger Begriff und der wird in den unterschiedlichsten Kulturen und Religionen der Welt auf sehr verschiedene Art und Weise gebraucht. Götter gibt es ja zum Beispiel auch in der Religion der griechischen Antike. Da haben wir den Göttervater Zeus, wir haben Apollon, den Gott der Kunst und der Weissagung, wir haben Aphrodite, die Göttin der Liebe und so weiter und so fort. Da finden Sie ein ganzes Pantheon von solchen Göttern. Solche Götter, von denen hier die Rede ist, das sind sehr mächtige, unsterbliche Wesen, die die Welt beherrschen und das Schicksal der Menschen steuern. Aber um diese Art von Göttern geht es uns hier nicht. Wenn wir von Gott reden in diesem Seminar, dann soll die Rede sein vom Gott des klassischen Theismus. Theismus, das ist normalerweise die Standardposition in den monotheistischen Religionen, also im Islam, im Christentum, im Judentum. Zumindest sagen wir mal so, es sollte so sein. Also es ist das, was die offiziellen Lehren dieser Religionen als ihr verbindliches Dogma ansehen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, natürlich gibt es innerhalb von Christentum und Islam und Judentum andere Strömungen, die andere Gottesbilder als diesen klassischen Theismus vertreten und auch, ja, um ehrlich zu sein, was genau diesen klassischen Theismus ausmacht, auch da gibt es Streitereien, auch da ist nicht so ganz klar, wie genau dieser klassische Theismus verstanden werden soll. Also das, was wir jetzt hier in diesem Seminar besprechen wollen, sagen wir mal, ist mal eine Annäherung, eine grobe Annäherung an das, was ein klassischer Theismus sein soll oder sein könnte. Von diesem klassischen Theismus, bevor wir uns den näher anschauen, muss man jetzt allerdings noch ein paar andere Positionen abgrenzen, also alternative Gottesbegriffe. Alternative zum klassischen Theismus, kennen Sie vielleicht schon, ist der sogenannte Deismus. Der Deismus ist eine in der Neuzeit, vor allen Dingen in der Aufklärung entstandene Alternative zum Theismus und unterscheidet sich von diesem vor allen Dingen darin, dass der Deismus zwar behauptet, dass es einen Gott gibt, aber dass dieser Gott nur durch die Vernunft erkannt werden kann und dass es über diesen Gott auch nicht mehr zu sagen gibt als das, was mit den Mitteln der reinen menschlichen Vernunft erkannt werden kann.
Das heißt vor allen Dingen, dieser deistische Gott offenbart sich nicht in der Welt. Er greift auch nicht in die Schöpfung ein oder so etwas. Also das betrifft vor allen Dingen die Menschwerdung Gottes in Christus, eine klassische Lehre des Christentums, die von den Deisten abgelehnt wird. Das betrifft auch den Glauben an Wunder oder so etwas. Also Gott greift nicht durch Wunder in den Lauf der Geschichte ein oder so. Er ist zwar der Schöpfer der Welt, hat die Welt geschaffen, als eine Art Bestandteil eines physikalischen Systems, wenn Sie so wollen. Aber das war es dann auch. Danach tritt dieser Gott nicht mehr in irgendeiner Weise im Lauf des Universums in Erscheinung. Die Deisten glauben also, oder glaubten, heute gibt es nicht mehr so wirklich viele davon, die Deisten glaubten an einen Gott der natürlichen Religion, also eine Religion, die alleine auf der Vernunft aufgebaut ist und nicht auf Offenbarung oder sonst irgendwas. Natürliche Religion deswegen, weil sie auf dem natürlichen Licht, dem Lumen Naturale, also der Vernunft aufgebaut ist. Sie lehnen damit also die spezifisch christliche oder auch muslimische Offenbarung ab. Bekannte Vertreter eines solchen Deismus waren beispielsweise in der Philosophie der Aufklärung Voltaire als einer der prominentesten Deisten, aber auch unter den amerikanischen Gründervätern gab es einige, die Ende des 18. Jahrhunderts sehr dieser deistischen Philosophie anhingen, zum Beispiel Thomas Jefferson oder Tom Paine. Im 18. Jahrhundert, also in der Zeit der Aufklärung selbst, wurden die Deisten interessanterweise von Seiten der klassischen Religionen als Atheisten angesehen und verunglimpft, während sie heute eher von der theistischen Seite vereinnahmt werden, sodass man sie heute eher so als Vertreter von Religion ansieht, aber eben einer alternativen Variante von Religion und nicht als Gegner von Religion. Da haben sich die Einschätzungen in den letzten 200-300 Jahren ein bisschen gewandelt. Eine weitere Alternative zum klassischen Theismus, das ist der sogenannte Pantheismus. Pantheismus bedeutet, alles ist Gott. Das heißt, Gott und das Universum sind identisch. Es gibt also keinen personalen Gott, der als eine eigenständige Person unabhängig von der Welt existieren würde. Klassischerweise finden Sie diese Position im Abendland bei Spinoza vertreten. Ganz ähnlich und eng verwandt damit ist auch der sogenannte Panentheismus. Panentheismus bedeutet, das Universum existiert als ein Teil Gottes, aber Gott selbst geht noch über das Universum hinaus. In der westlichen Philosophie sind solche Positionen eher seltener anzutreffen. Dafür finden Sie das aber gar nicht mal so wenig in Asien, also in bestimmten Strömungen des Hinduismus und des Buddhismus gibt es solche panentheistischen Ideen. So, das sind jetzt ein paar Alternativen zum klassischen Theismus. In der Gegenwart gibt es noch einige weitere Alternativen dazu, Weiterentwicklungen auch des klassischen Theismus, die wir jetzt an der Stelle hier erstmal ausklammern, denn die werden erst dann verständlich, wenn man sich intensiver mit dem Begriff des klassischen Theismus auseinandergesetzt hat. So, was heißt das also jetzt? Was ist denn bitteschön unter diesem klassischen Theismus zu verstehen? Nun, das kann man relativ gut zeigen mit einer klassischen Definition, der modernen klassischen Definition von Theismus, wie sie vom britischen Religionsphilosophen Richard Swinburne gegeben wird. Swinburne, in einem seiner Bücher, The Existence of God, in der die Frage diskutiert, ob es einen Gott gibt, beginnt relativ weit vorne mit einer Definition des Gottesbegriffs und die sieht folgendermaßen aus. Swinburne schreibt da: Die Aussage, Gott existiert, soll hier als logisch gleichbedeutend gelten mit der Aussage, es existiert eine Person, körperlos, das heißt ein Geist, ewig, vollkommen frei, allmächtig, allwissend, vollkommen gut und Schöpfer aller Dinge. Ich gebrauche das Wort Gott als Name für die so beschriebene Person. Das ist eine sehr, sehr kompakte Definition und die umreißt eigentlich relativ gut den Kern dessen, was mit Theismus gemeint ist. Problem an der Sache ist nur, so ziemlich jedes Wort in dieser Definition ist hochgradig erklärungsbedürftig. Also gehen wir mal durch diese Definition durch und klären die einzelnen Begriffe, was damit gemeint ist. Es fängt an mit der Person. Was ist eine Person? Ja, das ist ein wichtiges und selbst sehr kontrovers diskutiertes Thema in der Philosophie des Geistes. Versuchen wir es ganz knapp zu halten. Personen sind bestimmte Typen von Wesen. Und zwar unterscheiden sich Personen von anderen Wesen dadurch, dass sie bestimmte personenspezifische Fähigkeiten haben. Also Personen können bestimmte Dinge. Sie können zum Beispiel handeln. Also sie setzen sich Ziele, sie wählen die Mittel, die geeignet sind, um diese Ziele zu erreichen und handeln dann, um dieses Ziel zu erreichen.
Was heißt jetzt handeln? Naja, handeln muss man vor allen Dingen abgrenzen von Verhalten. Wenn ich handle, dann tue ich etwas bewusst und von mir aus. Ich tue etwas, um etwas anderes zu erreichen. Verhalten hingegen, ja, im Verhalten fehlt diese Komponente des Bewussten von sich aus etwas Tuns. Also wenn Sie beispielsweise einen Stein hochheben und darunter liegt eine Kellerassel, dann läuft die Kellerassel weg und versucht irgendwo wieder ins Dunkle zu kommen. Aber das ist kein Handeln, das ist bloßes Verhalten. Die Assel reagiert nur auf einen bestimmten Reiz mit einer bestimmten Form von Verhalten. Die überlegt sich nicht, ich möchte es gerne etwas dunkler haben und ich gucke mal, wo hier in der Gegend es ein bisschen dunkler wäre und gehe dann mal dahin. Nein, sie verhält sich einfach nur so als Reaktion auf einen bestimmten Reiz. Bei mir hingegen ist es anders. Ich bin eine Person und deswegen kann ich mir meine Ziele setzen und mir Mittel überlegen, wie ich diese Ziele erreichen kann. Also wenn ich beispielsweise an die Süßigkeitenbox oben im Schrank drankommen möchte, dann kann ich mir einen Stuhl holen, ihn vor den Schrank stellen und raufklettern. Ich habe ein bestimmtes Ziel, die Süßigkeiten. Ich wähle ein Mittel, das geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen, also den Stuhl dahinstellen und führe dann eine Handlung aus. Andere Wesen können natürlich auch bestimmte Dinge tun oder irgendwelche Veränderungen in der Welt hervorrufen, aber diese Veränderungen sind keine Handlungen. Wenn Sie sich eine Topfpflanze angucken beispielsweise, kann die auch wachsen. Sie wächst zum Licht hin. Aber das ist nichts, was die Topfpflanze bewusst tut. Sie setzt sich nicht das Ziel, ich will näher ans Licht kommen und wählt das geeignete Mittel, um dem näher zu kommen, sondern sie wächst einfach. Deswegen handelt die Pflanze nicht, sondern tut nicht mal in gewissem Sinne irgendetwas, sondern es ereignet sich einfach etwas mit ihr. Also das ist ein wichtiger Faktor fürs Personensein. Personen können handeln. Über das Handeln hinaus und damit zusammenhängend haben Personen auch ein Bewusstsein und Rationalität. Sie sind also fähig zu rationalem Denken und damit auch zu rationalem Handeln. Wenn ich beispielsweise weiß, dass zu viele Süßigkeiten schlecht für mich sind, dann kann ich daraus schließen, dass ich diese speziellen Süßigkeiten hier in meinem Schrank gerade nicht essen sollte. Ich kann also aus dem, was ich weiß, die richtigen Schlüsse ziehen, kann also auch wissen, was ich anhand meines Wissens tun sollte. Deswegen sind Personen auch verantwortlich für das, was sie tun. Eine Person kann nicht verantwortlich machen für das, was sie tut. Also wenn dem Baum im Sturm ein Ast abbricht und mir auf den Kopf fällt, dann kann ich nicht den Baum und nicht den Wind dafür verantwortlich machen. Die haben nicht gehandelt, indem sie diesen Ast heruntergestürzt haben. Warum nicht? Weil sie sich dessen nicht bewusst waren und weil sie nicht rational über die Sache nachgedacht haben und den Beschluss gefasst haben, sie wollen mir schaden. Personen sind also nicht nur handelnde Wesen, sie sind auch denkende Wesen, und zwar vernünftig denkende Wesen, die Verantwortung übernehmen können für ihr Handeln. In diesem Sinne ist Gott eine Person. Aber jetzt wird die Sache seltsam, denn Gott ist anders als alle Personen, die wir so kennen. Gott hat nämlich keinen Körper, sagt Swinburne ja auch in seiner Definition. Das ist komisch. Alle Personen, die wir sonst kennen, sind ja verkörperte Personen, haben in irgendeiner Weise eine materielle Grundlage. Nur Gott nicht. Gott ist körperlos. Wie kann er dann überhaupt eine Person sein? Das Problem an der Stelle ist die Sache mit dem Handeln, also der Begriff unseres Handelns. Der gerät in Schwierigkeiten, wenn wir anfangen, über körperloses Handeln nachzudenken. Wie soll das denn gehen? Wie kann man handeln, ohne einen Körper zu haben? Jede Handlung bedeutet ja, dass ich irgendwelche Dinge in der Welt beeinflusse, und zwar indem ich ein anderes Ding in der Welt, meinen Körper, dazu einsetze. Also wenn ich die Tüte mit den Gummibärchen aufreißen möchte, muss ich bestimmte Dinge in der Welt, nämlich meine Hände, dazu benutzen, ein anderes Ding in der Welt, die Tüte mit den Gummibärchen, zu manipulieren. Soweit so gut, ich kann handeln. Aber Gott hat keinen Körper. Wie soll Gott denn dann handeln können? Jetzt könnte man an der Stelle natürlich erwidern und sagen, es ist zwar schwer, sich eine Handlung ohne Körper vorzustellen, weil alle Handlungen, die wir kennen, sind normalerweise körperliche Handlungen, aber es ist ja nicht in sich widersprüchlich. Nichts in dem Ausdruck eine Veränderung bewirken verlangt, dass dieses Bewirken auch ein körperliches Bewirken sein muss. Machen wir es uns mit einer Analogie klar. Ich kann ja den Gedanken fassen, dass ich jetzt aus dem Bett aufstehen möchte oder so etwas. Und dieser Gedanke, dieser Entschluss meinerseits setzt meinen Körper in Bewegung. Mein Gedanke selbst ist aber natürlich nichts Körperliches. Trotzdem kann er meinen Körper beeinflussen. Haben wir hier nicht ein klares Beispiel dafür, wie etwas Unkörperliches etwas Körperliches verursachen kann und somit eine Handlung auch einen unkörperlichen Ursprung haben kann?
Ja, jetzt werden Sie natürlich sagen, aber Moment mal, ich könnte doch meinen Gedanken auf eine bestimmte Gehirnaktivität reduzieren. Und dann, ja, dann wird die Sache wieder schwierig. Also es sieht tatsächlich so aus, als würde diese Idee eines unkörperlichen Handelns einen metaphysischen Dualismus voraussetzen. Dass Sie also sagen, es gibt zwei unabhängige Substanzen in der Welt, eine geistige und eine materielle Substanz, die aufeinander einwirken und das Geistige ist nicht reduzierbar auf das Körperliche. Ja, wahrscheinlich, wenn Sie einen klassischen Theismus vertreten wollen, dann müssen Sie auch einen solchen Dualismus voraussetzen. Wenn Sie dann aber aus vielleicht ganz unabhängigen Gründen, die mit Gott gar nichts zu tun haben, zum Entschluss kommen, dass der metaphysische Dualismus falsch ist, dann wird es auch sehr schwer, am Theismus festzuhalten. Aber ja, wenn Sie diese metaphysische Grundlage teilen, dann ist es vermutlich möglich, von körperlosen Handlungen auszugehen. Kleine Fußnote an der Stelle hier. Wenn wir sagen, Gott ist unkörperlich, dann heißt das auch, Gott hat kein Geschlecht. Wenn Gott in den monotheistischen Religionen normalerweise als Mann interpretiert wird, also wenn wir von Gott als dem Vater sprechen oder so etwas, dann ist das tatsächlich nur eine Konvention vom Standpunkt der philosophischen Theologie aus gesehen, eine Konvention, die die jeweiligen kulturellen Präferenzen der einzelnen Religionen widerspiegelt. Aus Sicht der abstrakten philosophischen Theologie spricht nichts dagegen, dass man Gott auch als weiblich oder als geschlechtslos verstehen könnte, sofern man bedenkt, dass das alles, also dass diese ganze Kategorie von Geschlechtlichkeit, nicht anwendbar ist auf Gott im strengen Sinne. Weder Gott als Mann, noch Gott als Frau, noch Gott als irgendwas anderes zu verstehen, ist im eigentlichen Sinne die volle Wahrheit, weil Gott gar nicht in diese Kategorie reinfallen kann als ein körperloses Wesen. Ob das jetzt, ob Gott dann in dem Sinne ein Gender hat, also eine nicht biologische und nicht körperliche Geschlechtsidentität, das ist nochmal eine ganz andere Frage, auf die ich jetzt hier in dem Kontext nicht eingehen würde. Das führt zu weit, das sparen wir uns für ein anderes Seminar auf. Auch noch erwähnenswert im Zusammenhang mit Gottes Personalität: Gott ist im Gegensatz zu uns vollkommen frei. Personen müssen frei sein, um verantwortlich zu sein für ihre Handlungen. Beziehungsweise oder auch nicht, das führt uns dann wieder in die nächste philosophische Debatte, nämlich in die über die Willensfreiheit und die Frage, ob Freiheit, Verantwortung und Determinismus miteinander kompatibel sind oder nicht. Aber wenn Sie davon ausgehen, dass Verantwortung Freiheit voraussetzt, dann müssen Personen frei sein, damit sie verantwortlich sein können für ihre Handlungen. Nun, wir Menschen, als die Personen, die wir hauptsächlich kennen, sind nicht vollkommen frei. Das heißt, nicht alle unsere Handlungen sind ausschließlich von uns selbst oder unserem Willen verursacht. Manchmal werden wir durch bestimmte Neigungen, die wir haben, dazu gedrängt, etwas zu tun, was wir eigentlich nicht wollen, zum Beispiel die ganze Tüte Süßigkeiten leer zu essen, obwohl wir wissen, dass wir dann, dass es uns dann danach schlecht gehen wird. Gott hat das Problem nicht. Er kann sowieso keine Süßigkeiten essen, da fehlt ihm der Körper zu. Ich weiß nicht, ob ich das begrüßen oder bedauern sollte, aber Gott hat auch nicht das Problem, dass er irgendwelche Neigungen hätte. Nichts schränkt seinen Willen ein. Er ist vollkommen frei. Das heißt, er handelt immer auf die bestmögliche Weise. Er hat keine latenten Laster oder so etwas, die ihn dazu verführen, das Falsche zu tun, obwohl er eigentlich wüsste, dass er was anderes tun sollte. Deswegen ist Gott vollkommen gut. Das heißt, er tut immer das Gute. Er weiß, was das Gute ist. Und nichts kann ihn daran hindern, das Gute zu tun. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt, nämlich Gott ist der Schöpfer der Welt. Was soll das jetzt bedeuten? Nun, es bedeutet, dass Gott ja die Ursache von allem ist. Also alles, was existiert, ist kausal abhängig von Gott. Oder man könnte es auch etwas anders formulieren, indem man sagt, alles, was existiert, hat den letzten Grund seiner Existenz in Gott. Wir werden beim nächsten Mal sehen, warum dieser Unterschied durchaus relevant sein kann. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen verwirrend. Sie würden sagen, naja, also Moment mal, die Ursache meiner Existenz ist doch nicht Gott, sondern das ist meine Eltern. Also ich bin in dieser Welt, ich existiere, weil meine Eltern mich zur Welt gebracht haben. Also der Grund meiner Existenz ist dann doch ja, in meinen Eltern zu suchen und nicht in Gott. Das ist natürlich richtig. Es gibt sozusagen Kausalketten, die sich zurückverfolgen lassen in der Zeit, die auf die Ursachen der Existenz von einer Person oder einem Gegenstand oder etwas hinführen. Aber die Idee hierbei ist nun zu sagen, dass alle diese Kausalketten, wenn man sie weiter in die Vergangenheit zurückverfolgt, alle irgendwann bei Gott enden.
Gott ist der Endpunkt aller Kausalketten. Sie können diese Kausalkette ja immer weiter in die Vergangenheit führen. Sie können sagen, ja, was ist der Grund meiner Existenz? Nun, das ist die Existenz meiner Eltern. Aber warum haben meine Eltern existiert? Nun, weil deren Eltern existiert haben. Und warum haben meine Großeltern existiert? Nun, weil deren Eltern existiert haben. Und so weiter und so fort. So setzt sich diese Kausalkette immer weiter fort in die Vergangenheit. Und wenn wir sagen, dass Gott der Schöpfer der Welt ist, meinen wir, welche Kausalkette auch immer Sie im Universum betrachten, wenn Sie sie bis ganz ans Ende in der Vergangenheit zurückverfolgen, landen Sie immer bei Gott. Gott selbst hat dann keine Erklärung und keine Ursache. Er hat den Grund seiner Existenz ganz allein in sich selbst. Alles hängt von Gott ab, aber Gott selbst hängt von nichts ab, außer von sich selbst. Das nennt man dann auch seine Aseität, also vom Lateinischen ens ase, ein Wesen nur aus sich selbst heraus. Manchmal wird es auch so verstanden, dass man sagt, Gott muss notwendig existieren. Also seine Existenz hängt von nichts anderem ab. Das heißt, er könnte nicht nicht existieren, wenn es ihn denn gibt. Das ist eine etwas seltsame Formulierung, zu sagen, Gott existiert notwendig, heißt, wenn es ihn gibt, dann gibt es ihn notwendigerweise. Können Sie am besten so verstehen, dass Sie sagen, entweder existiert Gott in allen möglichen Welten oder in keiner, aber nicht in ein paar schon und in ein paar anderen nicht. Diese Idee, dass Gott ein notwendiges Wesen ist, wird klassischerweise recht oft vertreten, aber eben nicht von allen geteilt, insbesondere in der Gegenwart ist das, wird das durchaus kritisch gesehen, Gott als ein notwendiges Wesen zu verstehen. Schauen wir uns mal den nächsten Punkt an, da wird es nämlich jetzt ziemlich interessant, und zwar ist das der Punkt der Allmacht. Das ist einer der kontroversesten Begriffe innerhalb dieser Gottesdefinition. Also fragen wir uns jetzt mal, was heißt denn eigentlich Allmacht? Nun, die Antwort sieht eigentlich ziemlich simpel aus. Allmacht heißt, dass Gott alles tun kann. Für Gott ist nichts unmöglich. Also wenn wir es ein bisschen abstrakter formulieren wollen, könnten wir vielleicht sagen, für jeden Satz P, also jeden beliebigen Satz P, den Sie für diese Variable P einsetzen können, müsste gelten, Gott kann bewirken, dass P. Also nehmen Sie als Beispiel, dass es morgen regnet, könnte man für P einsetzen. Dann gilt auch, Gott kann bewirken, dass es morgen regnet. Aber wenn wir hier sagen, für alles gilt das, dass Gott es bewirken kann. Was meinen wir eigentlich? Was meinen wir mit diesem Wörtchen alles? Erste Möglichkeit, dieses alles zu interpretieren, wäre, alles heißt alles. Punkt. Und zwar uneingeschränkt alles. Für jeden Satz, jeden syntaktisch korrekten, also wohlgeformten Satz, den Sie für diese Variable p einsetzen können, gilt, Gott kann es bewirken. Wenn man es sagen kann, also wenn Sie die Worte aussprechen können, dann kann Gott es auch bewirken. Egal, was für einen Satz Sie da reinbasteln. Aber was ist denn dann mit widersprüchlichen Sätzen? Was wäre mit Sätzen wie 1 plus 1 gleich 3? Klar, ich kann das sagen, ich kann das formulieren, aber kann Gott wirklich bewirken, dass 1 plus 1 3 ist und nicht 2? Wie soll das gehen? Also diese Position ist eigentlich auf den ersten Blick vollkommen absurd. Nun ist nichts, also kein Gedanke ist so absurd, dass nicht irgendjemand in der Geschichte der Philosophie es trotzdem vertreten hätte, und es sieht tatsächlich so aus, als hätte Descartes eine gewisse Affinität zu dieser Position gehabt. In seinen Erwiderungen zu den Meditationen erwägt er den Gedanken, zieht den Gedanken in Erwägung, dass Gott auch die Möglichkeit gehabt hätte, eine andere Logik zu schaffen als die, die er de facto geschaffen hat. Also dass Gott tatsächlich logische Gesetze hätte schaffen können oder mathematische Gesetze, nach denen 1 plus 1 wirklich 3 gewesen wäre. Allerdings, so gut wie niemand ist bereit, diese Position mitzugehen. Es ist nämlich eigentlich unverständlich, was das heißen soll. Also was es heißen soll, dass Gott hätte bewirken können, dass 1 plus 1 gleich 3 ist. Es ist gar nicht nachzuvollziehen, was überhaupt damit gemeint sein könnte, wenn man davon spricht, dass Gott eine andere Logik hätte schaffen können. Daraus ziehen die allermeisten Theologen und Philosophen den Schluss, dass man Gottes Allmacht doch in irgendeiner Weise einschränken muss. Also alles heißt nicht absolut alles, sondern alles heißt, und das wäre jetzt die Möglichkeit, alles, was logisch konsistent ist. Gott kann alles tun, sofern das, was er tun kann, keinen logischen Widerspruch beinhaltet. Also Gott könnte beispielsweise bewirken, dass Schalke 2021 Meister wird. Das ist möglich.
möglich in dem Sinne, dass es keinen logischen Widerspruch enthält, so wie 1 plus 1 gleich 3. Es ist nicht besonders wahrscheinlich und Gott müsste sich ziemlich ins Zeug legen, damit Schalke es noch schafft, 2021 Meister zu werden. Aber möglich im Sinne von nicht logischerweise ausgeschlossen, das ist es. Was Gott jetzt aber nicht kann, wäre zu bewirken, dass Schalke 2020 Meister wird, nachdem ja bereits Bayern 2020 Meister geworden ist. Es kann ja nicht sein, dass Schalke sowohl Meister 2020 ist, als auch nicht Meister 2020 ist, weil Bayern das ja geworden ist. Das wäre ein Widerspruch, das kann Gott nicht bewirken. Also, Gott kann alles, was keinen logischen Widerspruch beinhaltet. Heißt das jetzt, dass es bestimmte Dinge gibt, die Gott nicht kann, wie zum Beispiel bewirken, dass 1 plus 1 gleich 3 ist? Nein, ist da die Antwort der meisten Philosophen und Theologen, die sagen, können bezieht sich sowieso nur auf das, was logisch möglich ist. Also was gar nicht möglich ist, das kann man auch gar nicht können. Insofern ist zu sagen, Gott kann nur das, was logisch möglich ist, keine Einschränkung seiner Freiheit. Es ist nur eine Erklärung dessen, was mit dem Wort können eigentlich gemeint ist. Aber könnte man doch jetzt an dieser Stelle fragen, kann Gott nicht auch lügen? Nein, eigentlich kann er nicht lügen, denn Gott ist ja vollkommen gut und er kann nichts Schlechtes tun, also er kann niemals das Falsche tun. Heißt das jetzt, dass er doch irgendwie eingeschränkt ist in seiner Allmacht? Weil das ist ja offensichtlich nicht widersprüchlich. Also die Unwahrheit zu sagen, zu lügen, ist nichts in sich Widersprüchliches, so wie 1 plus 1 gleich 3. Trotzdem kann es Gott nicht. Nun, es ist widersprüchlich in dem Moment, wo ich es auf Gott beziehe. Es widerspricht nämlich seiner Natur. Das heißt, wir müssen jetzt die nächste Möglichkeit der Definition von Allmacht in Erwägung ziehen und sagen, Gott kann das, was logisch für Gott möglich ist. Also, wenn ich sage, Gott lügt, dann ist das ein selbst widersprüchlicher Satz. Und das liegt nicht an diesem Prädikat Lügen, sondern das liegt daran, dass hier Lügen mit Gott zusammengebracht wird. Gott als ein vollkommen gutes Wesen kann nicht lügen. Das hat nichts mit dem Lügen zu tun. Also wenn Sie einen anderen Satz nehmen, wie zum Beispiel Donald Trump lügt, dann ist das selbstverständlich kein Widerspruch, weil es nicht im Gegensatz zur Natur Donald Trumps steht, zu lügen. Im Gegenteil, das ist wahrscheinlich eher sowas wie ein analytischer Satz. Genauso ist es bei das Viereck ist rund. Ein widersprüchlicher Satz, deswegen kann dieser Satz nicht wahr sein. Aber das hat mit dem Wort rund nichts zu tun, sondern nur mit der Kombination von Viereck und rund. Sie können sehr wohl sagen, das Rad ist rund und kein Widerspruch ist darin enthalten. Dieser Gedanke, dass Gott nur das kann, was auch für Gott logisch möglich ist und dass das unter Allmacht zu verstehen ist, hilft uns auch, ein bekanntes Paradox zu lösen, nämlich dieses sogenannte Steinparadox. Die Frage lautet hier, kann Gott einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht hochheben kann? Und es sieht so aus, als hätte man da über diesen Begriff der Allmacht gezeigt, dass es so etwas wie einen allmächtigen Gott gar nicht geben kann, nämlich wenn Gott einen solchen Stein nicht schaffen kann, der so schwer ist, dass er ihn nicht hochheben kann, dann gibt es etwas, das er nicht kann. Er kann nämlich nicht diesen Stein schaffen. Aber wenn er es kann, wenn er diesen Stein schaffen kann, dann gibt es ja auch etwas, das er nicht kann, nämlich den Stein hochheben. Also, wir haben Gott quasi festgenagelt, es gibt auf jeden Fall etwas, was er nicht kann, deswegen kann es keinen allmächtigen Gott geben. Die Lösung dieses Paradoxons ist nun zu sagen, ein Stein, der so schwer ist, dass Gott ihn nicht hochheben kann, ist ein in sich bereits widersprüchlicher Ausdruck. Also ganz ähnlich so wie der Ausdruck, eine Zahl, die größer ist als sie selbst. Das klingt erstmal auf den ersten Blick so, als könnte es irgendwas sinnvollerweise beschreiben, aber wenn Sie darüber nachdenken, merken Sie, sowas kann es gar nicht geben. Warum kann es sowas nicht geben? Wenn wir dieses Steinparadox formulieren, dann formulieren wir eine Frage, die eigentlich lautet, kann ein allmächtiges Wesen etwas bewirken, das ein allmächtiges Wesen nicht bewirken kann? Und das ist natürlich eine in sich widersprüchliche Frage. Die Antwort auf diese Frage lautet selbstverständlich also nein, weil es so etwas nicht geben kann, weil das widersprüchlich ist. Allmacht erstreckt sich nur auf das logisch Mögliche und nicht auf das Widersprüchliche. Und dass ein allmächtiges Wesen etwas schafft, was es nicht schaffen kann, das ist ein solcher logischer Widerspruch. Aber gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück zu unserem Beispiel mit Schalke von eben. Wieso kann Gott eigentlich nicht bewirken, dass Schalke 2020 Meister wird? Ist das ein logischer Widerspruch? Doch eigentlich nicht. Wenn ich sage, Schalke wurde 2020 Meister, dann ist das kein Widerspruch. Es ist logisch durchaus möglich. Ich meine, es ist faktisch falsch, aber es könnte wahr sein oder es hätte prinzipiell wahr sein können. Zufälligerweise ist es nun halt nicht wahr geworden, sondern jemand anders ist Meister geworden, aber
Wieso könnte Gott denn eigentlich nicht die Vergangenheit ändern? Enthält das Ändern der Vergangenheit einen logischen Widerspruch? Auf Anhieb sieht es eigentlich nicht so aus. Und hier gerät jetzt unsere Definition von Allmacht in gewisse Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten sind nicht nur ein bisschen, sondern sie sind ziemlich massiv und sie haben dazu geführt, dass eigentlich bis in die Gegenwart keine so ganz klare und logisch saubere Definition von Allmacht formuliert worden ist. Es gibt keinen Konsens darüber, wie genau man den Begriff der Allmacht definieren sollte, so dass er gegen diese ganzen Gegenbeispiele immun wird. Wir belassen es an der Stelle hier erstmal, ohne auf die weitere Debatte einzugehen, denn da kommt eine ganze Menge Metaphysik ins Spiel. Wir belassen es erstmal bei diesem vorläufigen Konzept und sagen, Allmacht heißt alles tun können, was logisch möglich ist zu tun. In ganz ähnliche Schwierigkeiten geraten wir jetzt, wenn wir den nächsten Begriff uns anschauen, und zwar den Begriff der Allwissenheit. Allwissenheit scheint auf den ersten Blick auch eigentlich wieder eine klare Angelegenheit zu sein. Nämlich allwissend bedeutet, für jeden Satz P gilt, Gott weiß das P. Also für jeden wahren Satz, das muss man auch betonen, für jeden wahren Satz P gilt, dass Gott weiß das P. Und das Umgekehrte gilt natürlich auch, wenn Gott weiß das P, dann muss es auch wahr sein, das P. Was auch immer Sie für P einsetzen wollen, Gott weiß es und es ist wahr. Gott hat also keine Irrtümer, also er hat keine falschen Überzeugungen, dass etwas. Alles, was Gott weiß, ist auch wirklich wahr und alles, was wahr ist, weiß Gott auch wirklich. Das wäre die Definition von Allmacht. Bloß wieder mal die Frage, was heißt hier alles? Welche Sätze fallen eigentlich darunter? Das große Problem hier sind die Sätze über die Zukunft. Weiß Gott jetzt schon, was ich morgen tun werde? Also wenn es beispielsweise jetzt schon wahr ist, dass ich morgen früh verschlafen werde, dann müsste Gott jetzt bereits wissen, dass ich verschlafen werde. Dann kann es aber auch nicht falsch sein, dass ich morgen verschlafen werde und dann könnte ich nicht nicht verschlafen. Das heißt, ich brauche mir gar keinen Wecker zu stellen, ich habe eh keine Chance. Wenn Gott weiß, dass ich verschlafen werde, dann werde ich auch verschlafen. Aber Sie merken vielleicht, welches Problem hier schon um die Ecke lugt, nämlich die Sache mit der Freiheit. Dann bin ich doch gar nicht mehr frei in meinen Handlungen. Wenn Gott weiß, dass ich einen bestimmten Job annehmen werde oder so etwas, dann habe ich gar nicht mehr die Freiheit, ihn abzulehnen, denn dann würde Gott sich ja irren hinsichtlich meiner Handlungen. Aber Gott irrt sich nicht, Gott ist allwissend. Insofern scheint es so, als würden göttliches Vorherwissen und menschliche Freiheit nicht miteinander vereinbar sein. Das ist eine ziemlich viel diskutierte Frage in der philosophischen Theologie und auch die können wir an der Stelle hier leider nicht unbedingt weiterverfolgen. Ganz einfach deswegen, weil es verdammt viel zu tun hat mit Metaphysik der Zeit, mit Modalität und mit Willensfreiheit, also was uns sehr weit in sehr komplizierte sonstige philosophische Debatten reinführen würde. Halten wir bisher nur hier fest, Allwissenheit analog zu Allmacht bedeutet, Gott weiß alles, was logisch möglich ist zu wissen. Nicht minder schwierig ist die Sache, wenn wir als letzten Begriff uns noch die Ewigkeit rauspicken. Gottes Ewigkeit. Gott ist ewig bedeutet, ja, Gott existiert immer. Aber dieses Immer ist mal wieder problematisch und es gibt mindestens zwei Möglichkeiten, wie man dieses Immer verstehen sollte. Die Option 1 lautet, immer heißt, Gott existiert zu jeder Zeit. Das heißt, Gott existiert für eine unendlich lange Zeitspanne. Die Zeit erstreckt sich unendlich lange in die Vergangenheit und unendlich lange in die Zukunft und an jedem einzelnen dieser Zeitpunkte existiert Gott. Also seine Existenz ist zeitlich, aber unendlich. Gott wäre in dieser Hinsicht dann nicht anders als irgendwelche anderen Objekte, so wie Sie und ich und keine Ahnung, der Kühlschrank, der in meiner Küche steht. All diese Objekte existieren ja auch in der Zeit. Sie haben temporale Teile, wie man das in der Metaphysik ausdrücken würde. Ich beispielsweise habe gestern existiert, ich existiere heute und werde hoffentlich auch morgen noch existieren. Das bedeutet, an jedem dieser Tage ist ein zeitlicher Teil von mir anwesend. Ich bin also so eine Art 4D-Wurm, könnte man sagen. Also ich ziehe mich so eine gewisse Strecke durch die vierdimensionale Raumzeit hindurch mit einem Anfang und einem Ende und an jedem Teil dieser Raumzeit gibt es einen bestimmten temporalen Teil von mir.
So wie mein Körper also in verschiedenen Stellen des Raums anwesend sein kann, in bestimmten Teilen. Mein Kopf ist hier, meine Hand ist hier und so weiter und so fort. Ne? Also bestimmte Teile meines Körpers sind an bestimmten Orten des Raumes anwesend. So könnte ich auch als gesamtes Wesen an verschiedenen Zeitpunkten anwesend sein. Also bestimmte temporale Teile von mir sind an bestimmten Zeitpunkten anwesend, so wie bestimmte physische Teile von mir an bestimmten Raumpunkten anwesend sind. Bei Gott wäre das dann prinzipiell genauso, nur eben mit dem Unterschied, dass er unendlich viele temporale Teile hat und an jedem Zeitpunkt existiert. Im Gegensatz zu mir, es gibt Zeitpunkte, an denen ich nicht existiere, also an denen keine temporalen Teile von mir anwesend sind oder sein werden. Das Problem an dieser Stelle, oder das Problem an dieser Konzeption ist, wo kommt denn dann bitte schön die Zeit her? Es scheint so, als würde die Zeit unabhängig von Gott existieren. Aber das kann doch eigentlich nicht sein, wenn Gott der Schöpfer von allem ist. Hat Gott die Zeit etwa nicht geschaffen? Wenn er der Schöpfer von allem ist, muss er auch die Zeit geschaffen haben. Aber hier sieht es so aus, als wäre die Zeit parallel zu Gott oder vielleicht sogar vor Gott schon da gewesen. Das kann natürlich nicht sein. Also, was ist die Alternative dazu? Die Alternative besteht darin zu sagen, Gott existiert außerhalb der Zeit. Heißt, er hat keine temporalen Teile, die über die verschiedenen Punkte der Zeit verteilt sind. Alle Zeitpunkte seiner Existenz wären für Gott in jedem Moment gleichermaßen präsent. Gott wäre also zu jedem Zeitpunkt mit all seinen temporalen Teilen da. Das kann man ganz analog zu der sogenannten Omnipräsenz, also der Allgegenwart Gottes, verstehen. Das bedeutet, dass Gott an jedem Punkt des Raumes gleichermaßen vollständig anwesend ist. Das ist anders als bei mir. Also ich bin gerade in München und nicht in Berlin. Das heißt, ich bin an einem bestimmten Punkt des Raumes wiederzufinden, an einem anderen Punkt nicht. Gott ist nicht so. Gott ist an allen Punkten des Raumes vorhanden und zwar vollständig vorhanden an allen Punkten des Raumes. Und genauso könnte man dann sagen, ist es doch auch mit der Zeit. Gott ist an allen Zeitpunkten vollständig anwesend. Das würde bedeuten, dass Gott in einer Art ewigem Jetzt existiert. Für ihn gibt es keine Aufteilung der Zeit in Vergangenheit und Zukunft, also keine Abfolge von Zeitpunkten, sondern alle Zeitpunkte sind gleichermaßen in einem Moment präsent. Das Problem an dieser Position nun wiederum ist, Gott ist doch eine Person. Gott kann handeln. Aber das Handeln, das ist ein zeitlicher Prozess. Ein Prozess, der durch eine Abfolge von Ereignissen in der Zeit funktioniert. Wie kann denn ein Wesen, das jenseits der Zeit steht, eigentlich handeln? Es scheint gar keinen Sinn zu machen, von Handeln ohne Zeit zu reden. Und wie wäre ein solches Verständnis von Zeit mit Freiheit vereinbar? Die Zukunft ist ja für Gott immer schon gegenwärtig. Und dann kommen wir wieder auf die Sache mit dem göttlichen Vorherwissen und der menschlichen Freiheit. Sie sehen also, dass die verschiedenen Aspekte der Definition des Gottesbegriffs durchaus in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen können. All diese Fragen, die ich jetzt hier nur ganz kurz angerissen habe, sind auch immer noch Gegenstand der Diskussion. Es ist kein Ende in Sicht für diese Diskussion. Halten wir also jetzt grob am Ende fest, was ist eigentlich Gott? Nun, Gott ist eine körperlose Person. Das bedeutet, Gott ist ein denkendes und handelndes, vernünftiges, verantwortliches Wesen. Er ist der Schöpfer der Welt, existiert unabhängig von allem. Er ist die Ursache oder die Erklärung für alles, was sonst existiert. Er ist allmächtig, allwissend und vollkommen gut und in diesen Fähigkeiten allein durch die Logik beschränkt. Und er existiert immer. Und mit diesem Begriff können wir jetzt anfangen, uns auf die Suche zu machen nach einer Antwort auf die Frage, gibt es so etwas? Gibt es einen so beschriebenen Gott, ja oder nein?